Hi, servus, ich bin der Patrick und heute sprechen wir über die verschiedenen Ausstattungsvarianten im E-Tracking-Bereich. Ich habe euch mal zwei Modelle mitgebracht, zu meiner linken ein Einsteigermodell und zu meiner rechten ein etwas hochwertig ausgestattetes Modell. Besonders im E-Tracking-Bereich hervorzuheben ist, dass wir in der Regel eine Vollausstattung vorfinden. Das heißt, akkugesteuerte Lichtanlage, Schutzblech sowie Gepäckträger. Bedeutet, wir sind für alle Witterungsverhältnisse sowie Lichtverhältnisse gut gewappnet. Apropos Licht. Zu meiner Linken finden wir eine Einsteiger-Lichtanlage mit 20 Lux. Zu meiner Rechten die sehr gute Busch Plus Müller mit 70 Lux. Wer schon mal nachts durch den Wald gefahren ist, wird die 70 Lux zu schätzen wissen. Kommen wir nun zu den Gepäckträgern. Am Carver finden wir einen einfachen Gepäckträger mit Klemmschelle. Kennt wahrscheinlich jeder schon von zu Hause. Beim KTM haben wir die etwas modernere Lösung, einen Systemgepäckträger, in diesem Fall von Ragtime. Ist kompatibel mit den meisten Herstellern von Taschen, wie zum Beispiel Ortlieb, Ritz, Kaul oder Vaude. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das hochwertige Rad sich durch langlebigere und bessere Komponenten zusammensetzt. In dem Fall der stärkere Motor, die bessere Bremsanlage oder das Schaltwerk. Aber auch kleine Zusatzausstattungen wie zum Beispiel ergonomische Griffe oder die Parallelogramm-Sattelstütze spielen hierbei natürlich eine Rolle.